I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einem, naja, gewünschten Video, sag ich jetzt mal. Ihr habt ja alle meine lange Version von Mods konvertieren gesehen. Jetzt machen wir nochmal eine kleine kurze Version. Ihr seht hier Fortschritt ZT 320, 323A. Den ziehen wir uns jetzt mal schnell aus dem und hab quasi runter. Nein, den Mod werde ich nicht zur Verfügung gestellt, weil das liegt, obliegt immer noch AAA-Modding. Wann und wie Sie den Mod zur Verfügung stellen. Ich zeige jetzt nur schnell, kurz, knackig, hoffentlich sehr informativ für die Herren, Damen, Innen, Außen, die gefragt haben, ob ich mal schnell zeigen kann, wie wir die Karre überhaupt einen Mod in den 22er bekommen. Für die Leute, die sich die 6 Stunden im Livestream angetan haben, meiner Stimme zu lauschen, die können jetzt abschalten. Für alle anderen öffnen wir erstmal die Moddesk und zwar mit Pad++. Ihr seht hier oben die Desk-Version, die müssen wir mindestens auf 61 anpassen. Wer die Version 1.1.0 oder so ähnlich hat, kann schon die 62 nehmen. Ansonsten bleibt hier erstmal alles gleich. Ihr kennt mich, ich nehme dann immer gerne ein Referenzfahrzeug. Das heißt, wir gehen. Bei mir ist es der Steam Owner. Steam Apps. Common. Farming Simulator, Data, Vehicles und dann nehmen wir immer gerne den Führer, weil der ist relativ klein. Und da passt das. Noch ein paar andere Sachen auf. Die können wir gleich mal schließen. Da wir ja schon wieder an der App rumschrauben. Downloads, FS20. Habe ich mir jetzt gerade mal erstellt. Aus Spaß, Laune. So, viel haben wir noch nicht gemacht. Mod ist geändert. Jetzt öffnen wir den ZT einfach mal mit dem neuen Giants Editor. Der schimpft dann erstmal. Und zwar sagt er, wenn wir die Konsole aktiv haben, will ich nicht haben. Da wir ja gestern wieder Apps gemacht haben. Ich ziehe das Ganze ein bisschen größer. Immer wenn wir hier das Ganze durchscrollen. Ah, Number Shader und Dashboard Shader. Lights Shader. Ihr wisst schon. Nee, das Wichtige ist Old Shape Format. Das stört uns nicht, weil wir drücken jetzt einfach auf Speichern. Schließen den Kumpel wieder. Machen das Ganze hier nochmal mit 320er. Da sagt er mir dasselbe. Stimmt. Speichern. Schließen. Wenn ihr in einem Fahrzeug, Frosch am Hals, der keine Miete zahlt, die 3Ds habt, wie zum Beispiel alte Räder, der hier zum Beispiel, dann müsst ihr die natürlich auch mindestens einmal im GE im neuen öffnen. Und natürlich auch gucken, ob er irgendwas anmeckert. Mal unpraktisch, wenn wir unsere Versionen zeigen, auch im Livestream ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch. Wenn ich da jetzt unsere Fahrzeuge zeige und schon andere Shader drauf sind oder was weiß der Fuchs auch immer. Man hat ja über die Monate hinweg auch schon gerne mal irgendwie was verbaut, was vielleicht nicht original ist. Wie zum Beispiel ein Rost-Shader oder irgendwelche Skripte, irgendein Kladderadatsch. Ihr könnt euch natürlich sicher sein, das ist alles vom Mod-Hub bzw. original abgenommen. Das sollte dem Giants-Standard erstmal entsprechen. Sounds mache ich nicht, weil es gibt momentan noch keinen vernünftigen und egal was ihr macht, die Karre klingt danach nicht gut. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein schönes Template. Ein 82er Russe schwirrt schon irgendwo im LS-Portal rum. Da ist ein Template dabei. Da kopiert ihr einfach die Sounds in die Pfade rein. Und dann geht das Ganze. So, nun, denn haben wir erstmal die Shapes angepasst. Gehen wir jetzt einfach mal in den Mod-Ordner.
Ben nehme ich mal hier raus, damit wir wirklich sehen, dass die Lok, die uns gleich Fehler schmeißt, auch wirklich von dem Traktor ist. Dauert ein bisschen. Spielstart ist natürlich wesentlich schneller. Ich mache das jetzt auch ohne Schnitte, weil das Spiel dauert nicht 10 Stunden, um zu laden, weil wir können hier einfach rein. Starten wir hier mal auf einer Karte, die schnell lädt. Und ihr seht, der Mod ist quasi schon da. Ich hätte jetzt auch schon die Lars nehmen können, aber die sieht noch sehr zerschossen aus. Ich habe auch Gerüchte gehört, es gibt noch ein Farming Simulator 1.2 Update, wo alle Materialien wieder auf den Texturen drauf liegen oder alle Texturen wieder auf den Materialien bei den Gebäuden, weil bei uns halt irgendwie Fahrzeuge und Gebäude halt nicht mehr funktionieren, weil die pro Objekt nur noch ein Material zulassen und das ist sehr anstrengend. Ja, genau. Dann spielen wir andere Karten, wenn wir nicht mit dem Spiel vertraut sind. So, gehen wir zu Mods und DLCs und wir haben schon mal ein Fahrzeug hier. Jetzt haben wir natürlich schön viele Fehler. Sagt, die Soundfiles-Sachen mache ich nicht. Das habt ihr alles, wie gesagt, im großen Video schon gesehen. Und es ist wirklich die XML-Meckert dann noch an, was auch immer sich Giants dabei gedacht hat. So. Und der Rest ist Loglesen, ne? Hier Bitmaske fehlt noch. Also wir können ein paar Sachen durchgehen, aber alles mache ich nicht. Wie gesagt, das habe ich im langen Video gemacht. Das ist wirklich nur kurz, knackig, damit jeder weiß, wo er hinklicken muss und wo er sich was holen kann. Vorlage, wie gesagt, den Bührer genommen. Und machst du mal nebeneinander, damit es ein bisschen besser aussieht. Ich hoffe, das kann man dann letztendlich noch im Bild erkennen. Genau. Ihr müsst quasi alles, was im Originalfahrzeug drin ist, auf die neue Variante anpassen. Das fängt mit Schema Overlay an. Und natürlich mit dem Map Hotspot. Dann haben wir in den Konfigurationen hier auch. Genau, Foliage Bending. Das muss da nicht mehr mit rein, das kann außerhalb sein. Ich weiß nicht. Gleich ein Beispiel dafür. Genau. Das gehört nicht mehr in Wheels rein, sondern aus. Ich fühle mich gerade wie so ein Sänger, der das irgendwie schon 100 Mal gemacht hat. Außerhalb von Wheels, aber innerhalb von einer Wheel Configuration. Immer noch ein bisschen rauslöschen, einfügen, damit das Ganze auch seine Ordnung hat. Müsste man jetzt, wie gesagt, überall rausziehen, in die Wheels Configuration machen. Gehen den Rest einfach mal schnell durch. Wie gesagt, ich will hier nicht 20, 30 Minuten wieder draus machen. Nur mal kurz. Sounds. Hydraulik Sounds. Raus. Dann haben wir. Nope, Interrail. Nichts weiter drin. Dann haben wir hier. Partikelsystem für Auspuffqualm. Denn auch. Ihr könnt natürlich auch über STRGF und Suche das Ganze machen. I3D ist quasi shared. Also, wenn das Ding externe Soundfile muss hier raus. Es funktioniert auch, die Sounds wie bei manchen Maschinen einzeln hier einzutragen mit der dazugehörigen Datei. Aber im Originalspiel, wenn ihr es wirklich danach machen sollt, wollt, müsst, in ein Fahrzeug kopieren.
ganz oben in die Base XML ersetzen, sofern ihr eine habt. Und schauen wir mal schnell nach der Log. Auch eins der wichtigsten Instrumente. Ich kriege immer wieder Anfragen, ja, kannst du nicht, hast du nicht mal. Ihr könnt mir eure Anfragen schicken. Ihr könnt auch 10-mal sagen, das ist auch echt lieb gemeint von euch und ich würde euch da gerne helfen. Aber ohne eine Log, die mir anzeigt, wo der Fehler liegt, ist das wild ins Blaue hineinraten. Ja. So, Fill Unit Configurations haben wir noch. Unit is not supported anymore. Das ist alles lesen. Wir können ja jetzt mal Fill und Suche. Fill Unit. Nochmal. Fill Unit. Genau. Da heißt es nicht mehr Unit, sondern da heißt es jetzt Text Override. Hier nochmal. Genau. Hier heißt es noch Unit. Unit Text Override, Doppelklick einfügen, Doppelklick einfügen. Und so geht ihr quasi das ganze Fahrzeug durch. Das können wir auch noch schnell machen, die Shader-Sache. Für den einen oder anderen ist es jetzt vielleicht neu, aber gemacht haben wir es schon alle 100 Mal. Hier haben wir den Dashboard Light Shader, hat er gesucht. Und was hat er noch gesucht? Den Number Shader. Die sind natürlich jetzt alle nicht mehr in dem Ordner, wo sie früher mal waren. Also gehen wir wieder hier rein. Wie gesagt, bei euch ist es ein anderer Ordner, wenn ihr das Spiel nicht von Steam habt. Ich hab's von hier. FS19 Support, Shaders, da sind sie wieder. Number Shader und Dashboard. Light Shader. Mein Tipp, kopiert euch das hier raus, weil wenn ihr irgendwas falsch schreibt, sucht ihr euch im aller schlimmsten Fall dusselig. So, einfügen, Schrägstrich noch rein, einfügen, Schrägstrich noch rein. Wenn ihr der Meinung seid, euch ist irgendwas schiefgelaufen, Browser auf. Charakter, XML nehmen, ziehen, einfügen, wenn sie aufgeht, funktioniert alles oder beziehungsweise haben wir zumindest keinen Error, der uns sagt, oh, jetzt ist die Karre ganz kaputt. So, das haben wir mal abgespeichert. Fügen wir wieder ein. Name ist jetzt erstmal völlig kladderadatsch. Machen wir nicht mehr. Wie gesagt, damit habt ihr ein Grundkonstrukt. Das Fahrzeug ist erstmal im Spiel. Es fährt erstmal von A nach B und es sollte weniger Fehler schmeißen. Laden. Und wir sind auch schon wieder bei 13 Minuten. Wie gesagt, ich will es nicht ausreizen. Ich will es nicht wieder 20, 30 Minuten alle dasselbe sagen. Ihr kennt es alle, ihr braucht Notepad++, ihr braucht den neuen Giants Editor und Veränderungen, die vorhergehende Sachen irgendwie in Betracht ziehen müssen. So. Ah. Die Emissive Map, da braucht ihr noch einen Shared File, den habe ich aber leider noch nicht gefunden. Aber ansonsten, die Lok sieht schon wesentlich besser aus. Einige Fehler hat er dennoch. Und das macht er alles schön nach und nach. Und dann haben wir es. Wie gesagt, wer da wirklich alles sehen will, muss das lange Video gucken und immer mal zu den Stellen vorspulen, wo wir denn die einzelnen Fehler, aber das haben wir alles schon 3-4 Mal in diesem Livestream gemacht. Das mache ich jetzt nicht alles nochmal. XML lesen und ich glaube, dann sollte es alles passen. Falls noch irgendjemand Fragen hat, wirklich was Spezielles ist,
Wie gesagt, ich brauche die Log. Ohne die Log kann ich euch eure Fehler nicht beantworten. Ansonsten bin ich jetzt wieder an der Karte dran. Hoffentlich schaut ihr uns Bilder an. Wir sind ja schon straff wieder dabei. Ich hoffe, dass es nicht nur Gerüchte sind, dass dieser Patch kommt mit 1.2 und alles wieder funktioniert. Das wäre natürlich ein Träumchen, aber dann wäre auch schon wieder 10 Tage Arbeit umsonst. Aber sei es drum. Wir machen trotzdem weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Fragen, Antworten und Wünsche in die Kommentare. Ansonsten bin ich raus. Euer Hellraiser.